Jawohl! Leute, oh, da sind übertrieben viele Leute am Start. Alter, bitte nicht abschießen hier oben, ne? Alter. Einmal Clip machen davon auch, Leute. Einmal nochmal Clip machen davon. Ach du Scheiße, Mann. Alter, guck dir das an, guck dir das an. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los, Alter? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Okay, Leute, lass alle reingehen. Komm, wir gehen alle rein. Komm, wir gehen alle rein. Oh, Digga, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Chill, 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 chill. Oh mein Gott, Mann. Wie viele Leute sind hier eigentlich? Leute, wir machen jetzt das heftigste Gruppenfoto überhaupt. Kommt. Stellt euch hin, stellt euch hin, stellt euch hier hin, stellt euch hier vorne hin. Hier vorne Aufzug, vorne Aufzug. Oder nein, hier in der Mitte, hier in der Mitte, hier in der Mitte beim Schreibtisch. Hier in der Mitte beim Schreibtisch. Alle um den Schreibtisch versammeln. Alle um den Schreibtisch versammeln. Leute, nehmt das auf und klippt das. Leute, macht das. Guckt mich an, guckt mich an. Ey. Oh, du hast einen schönen Raketen. Digga, du hast einen schönen Raketenwerfer in deiner Hand. Warte mal. Oh, ja. Guck mal, Kapi, das ist einfach Capital Bra auf Wish bestellt. Oh, no way. Okay, ich guck mal auf EMC 2 einmal kurz. Leute. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier vom Kanal. Vielen Dank nochmal an alle, die gestern im Livestream dabei waren, wo wir das Easter Egg gelöst haben. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. In diesem Video werde ich euch erstmal erklären, was wir gestern in dem neuen Easter Egg alles bekommen haben, wo wir reingehen können und wie es auch in der Zukunft aussieht. Und später rede ich noch über das Update, das heute rauskommen wird. Activision hat ja gestern einen Blogpost rausgehauen. Gestern haben wir auf der Seite PornTexPorn.com eine weitere Kassette bekommen, die wir dann wieder in den VHS-Player einschmeißen konnten. Die Kassette hatte einen lilanen Punkt drauf und wenn wir die Kassette abspielen, sehen wir, dass die Geschichte von 1977 bis 1978 gezeigt wird und neben dem neuen Band wurde 1972 bis 73 auf V2 aktualisiert, 1968 bis 69 auf V3 und 1961 bis 62 auf V4. Während das Band abgespielt wird, tauchen folgende Zahlen zwischendurch auf dem Bildschirm auf. Das sind 03, 02, 07, 08, 05, 01, 01 und 07. Daneben wurde während des Bandes ein neuer Warzone-Code auf dem VHS-Player angezeigt, auch wieder ziemlich spät. Und der Code war für einen Bunker am Standort B7, das ist der Bunker 1 und der Code lautet 972-641-38. Wenn wir dann reingehen in den Bunker, befindet sich ganz hinten beim Bunker ein Aufzug neben einem Schreibtisch mit weiteren Dokumenten und Büchern. Es gibt auch einen weiteren Tisch mit weiteren Teilen der RCXD Fernlenkladung. Wir hatten ja gestern in dem Easter Egg schon gesehen in der Hütte bei Prison, dass dort das Gestell des RCXD Autos drin war und diesmal kriegen wir hier in diesem Bunker auch nochmal mehrere Teile zu sehen. Unter anderem sehen wir hier die Autoreifen des RCXD Autos. Damit waren wir aber noch nicht fertig mit dem Easter Egg. Anschließend mussten wir dann noch die drei anderen Kassetten aus den vorherigen Tagen nochmals anschauen, wie auch in den vorherigen Tagen das schon gewesen ist. Und dann sollten wir uns die Zahlen aufschreiben, die neu dazugekommen sind. Die werde ich aber jetzt nicht unbedingt vorlesen, weil es euch momentan noch nicht wirklich viel bringt. Diese ganzen Zahlen kommen erst zum Einsatz, wenn wir mit den Chiffren arbeiten. Wir konnten bis jetzt immer noch nicht mit den Chiffren arbeiten. Wir haben jetzt nur noch heute um 18 Uhr geht es ja weiter mit der Easter Egg Jagd. Und morgen ist ja quasi dann der letzte Tag der Easter Egg Jagd. Und dann sind wir quasi fertig. Ich denke mal, dann geht es nochmal weiter, weil wir haben bis jetzt kein einziges Mal mit den Chiffren gearbeitet. Ich denke mal, Mittwoch geht es dann weiter, dann müssen wir noch mit den Chiffren arbeiten, müssen wir die Zahlen in die Chiffren einsetzen, da Codes rausbekommen und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall krass. Aber ich denke trotzdem, dass wir Mittwoch irgendetwas Großes bekommen werden, irgendwas Größeres. Also Leute, wir sind wie gesagt jeden Tag um 16 Uhr live, heute auch wieder um 16 Uhr live. Wir gehen wieder auf die Easter Egg Jagd, morgen auch wieder um 16 Uhr live, wieder auf die Easter Egg Jagd. Leute, ich habe so Bock, jeden Tag live zu gehen. Es ist einfach unnormal nice mit euch. Jetzt kommen wir zum heutigen Update, denn Activision hat ja gestern, wie gesagt, einen Blogpost rausgehauen, in dem beschrieben worden ist, was wir heute mit dem Playlist-Update bekommen werden. Wir bekommen einmal Gunfight Moshpit auf 3 gegen 3 Gunfight-Maps, aber mit traditionellen 6 gegen 6 Spielmodi. Das heißt beispielsweise Team Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt, Stellung und so weiter auf Gunfight-Maps und du spielst dort 3 gegen 3. Also sehr nice. Ich feiere diesen Modi auf jeden Fall.
kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Dann haben wir einmal Cyber Attack Pro, kommt auch heute wieder neu rein. In dieser Variante von Cyber Attack kannst du deine Teammates nicht wiederbeleben, sondern wirst einfach wieder respawned und das sorgt für einen schnelleren Spielrhythmus. Könnte man mal ausprobieren, falls ihr darauf Bock habt. Dann haben wir nochmal Midrange Mayhem Moshpit auf folgenden Maps. Ulrich, Suldad Harbor, Cheshire Park, Hovek Sawmill und Kandor Hideout. Game Modes sind hier eine Mischung aus Deathmatch und aus zielbasierten Modi. Dann bekommen wir noch zwei neue Bundles in den Shop. Wir bekommen einmal das Velikan Operator Bundle, Velikan aus der Shadow Company. Das wird 2400 COD-Punkte kosten und wir bekommen in diesem Bundle natürlich den Operator Velikan und dann noch die Bruen mit Feuerschatten-Tracer-Munition. Plus Zerstückelungseffekt. Also diese Feuerschatten-Tracer-Munition ist genau dieselbe Tracer-Muni, vermute ich mal, wie du bei der AN hast, die du auf Level 100 bekommst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und du kriegst dann noch einen Zerstückelungseffekt dazu. Dann haben wir die Modell 680 Shotgun, ebenfalls mit Feuerschatten-Tracer-Muni und Zerstückelungseffekt. Und in dem Bundle haben wir dann noch eine neue Hupe für Fahrzeuge, einen neuen Finishing-Move, einen Fahrzeugskin, einen Talisman, eine Visitenkarte und ein Spray. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, das Bundle zu kaufen, weil du erstens, okay, du bekommst einmal den Velikan Operator. Der sieht ziemlich nice aus. Dann bekommst du die Bruen. Die Bruen ist overpowered in Warzone immer noch. Der Nerf hat ja nichts gebracht bei der Bruen. Und deswegen kannst du die Bruen immer noch sehr gut spielen. Und ich denke, ich werde mir auch das Bundle holen, weil ich die Bruen ja sowieso die ganze Zeit in Warzone spiele. Und die meisten Leute in Warzone spielen auch die Bruen. Und deswegen könnte man sich das holen. Ich meine, du siehst die Waffe die ganze Zeit. Das ist Tracer-Munition. Das siehst du auch die ganze Zeit. Zerstückelungseffekt auch noch mit dazu. Eigentlich ziemlich nice. Man könnte sich echt überlegen, sich das Bundle zu holen. Dann bekommen wir noch das Eloko-Bundle. Hier haben wir einen Operator-Skin für Mace, eine Armbrust-Variante, eine MP7-Variante, ein Operator-Audio, ein Emblem, eine Visitenkarte und ein Spray. Ja, der Operator sieht ziemlich verrückt aus. Ich denke nicht, dass ich mir diese Variante hole. Ich denke, ich hole mir sowieso das Velikan Operator. Bundle. Das Eloko Bundle ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Die Waffen haben keine Tracer Muni, sehen auch nicht sonderlich gut aus. Das Einzige, was hier gut ist an dem Bundle, ist, denke ich mal, der Operator. Aber den Operator siehst du ja halt meiste Zeit gar nicht. Und du fällst auch mit dem Operator sehr stark auf. Auch in Warzone. Die Leute erkennen dich sehr, sehr früh, denke ich mal, mit diesem Operator. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall nicht, dieses Bundle zu holen. Und dann gibt es noch ein Update in Warzone. Diese Woche sind Battle Royale Solos, Duos, Trios, Quads und Beutegeld-Trios erhältlich. Das heißt wohl leider Gottes, dass wir keine Solos-Rückkauf mehr haben, beziehungsweise Solo-Stimulus-Modus mehr haben. Oh, ey, ich könnte wieder in alle Ecken reinkotzen, weil ich liebe diesen Modus. Ich liebe Solo-Stimulus, beziehungsweise Solo-Rückkauf, wie es jetzt heißt. Das ist der beste Modi in Warzone, finde ich. Ich spiele eigentlich meistens nur Solo in Warzone und da finde ich diesen Modus richtig geil und es sieht so aus, als ob wir keinen Solo-Stimulus bzw. Rückkauf mehr haben. Ich könnte wieder ausrasten. Es kann wohl wieder nicht wahr sein. Naja, ist ja auch egal. Dann haben wir Mini Royale, wird diese Woche noch drin bleiben mit einer Änderung und zwar, dass man diesmal sein Loadout anscheinend vor dem Spiel schon aussuchen kann. So steht es zumindest in dem Activision Blogpost. Normalerweise war es ja so, dass du erst 30 Sekunden nachdem du gedroppt bist oder so dein Loadout bekommen hast oder irgendwie sowas und diesmal kannst du anscheinend dein Loadout schon vorher aussuchen, also wie in Beutegeld quasi und dann schon mit deinem Loadout reindroppen. So hört sich das zumindest in dem Activision Blogpost an und die Waffen im Gulag werden sich ebenfalls aktualisieren und zwar bekommen wir diese Woche eine Auswahl von Sturmgewehren und MPs. Ich weiß nicht, wie es vorher gewesen ist. Ich habe ja nur Battle Royale Stimulus Rückkauf gespielt und war da kein einziges Mal in Gulag seit Season 5. Seit Season 5, Leute, kein einziges Mal im Gulag. Wie krass ist das denn? Naja, Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie der Gulag war, was da für Waffen drin waren. Ich weiß es nämlich nicht, aber diese Woche soll wohl anscheinend eine Auswahl an Sturmgewehren und MPs reinkommen. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder alt. Dann, Leute, der Shotgun-Aufsatz der Farmers ist momentan todesbroken. Mit dem Shotgun-Aufsatz der Farmers kannst du Leute über die ganze Map one-shotten. Also fast über die ganze Map one-shotten. Ist todesbroken. Infinity Ward hat sich auf Twitter bereits dazu geäußert und ist gerade dabei, dies zu fixen. Wann das gefixt wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es, dass der Shotgun-Aufsatz heute um 19 Uhr wieder gefixt wird. Leute, heute um 19 Uhr wird der Shop aktualisiert und heute um 20 Uhr bekommen wir das Playlist-Update in Warzone und im Multiplayer. Und wichtig ist noch, um 18 Uhr
bekommen wir ein neues Easter Egg, Leute. Und um 16 Uhr bin ich schon live. Leute, heute wird ein heftiger Tag. Heute werden wir bombardiert mit Informationen, mit Updates, mit Easter Eggs, mit allem Möglichen. Leute, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch mit dabei seid heute. Kommt rein in den Livestream. Oben ist der Link in der Beschreibung. 16 Uhr sind wir heute live. Und liked gerne das Video, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty News und Update-Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute beim Livestream. Haut rein, Leute. Bis später und ciao.